Norwegen ist dieses Jahr das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und ich habe mir überlegt, dass ich einen kleinen Countdown zur Frankfurter Buchmesse und zum Gastland mache. Und das hier ist der erste Teil dazu. Wenn es euch also interessiert, warum es so ein Gastland überhaupt gibt, was an Norwegen literarisch so besonders ist und ihr dann auch noch einen Buchtipp von mir wollt, dann bleibt doch sehr gerne dran. Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und ich habe mir überlegt, dass ich bis zur Buchmesse am Ende jedes Monats ein kleines Video mache, in dem ich zum einen ein besonderes Thema bespreche, das irgendwie zum Thema Gastland gehört und euch eine Buchrezension noch mit auf den Weg gebe. Ich werde euch also drei Werke vorstellen und dann aber auch noch ein bisschen mit euch über verschiedene Themen quatschen. Und in diesem ersten Teil jetzt soll es insbesondere um das Gastland im Allgemeinen gehen. Für diese Videoreihe stand mir übrigens Literaturtest mit Rat und Tat zur Seite. Das ist nämlich das deutschsprachige PR-Büro rund ums Gastland. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Und ja, ich finde, nun starten wir wohl am besten mit der offensichtlichsten Frage: Warum gibt es überhaupt ein Gastland auf der Frankfurter Buchmesse? Die Gründe dafür sind relativ offensichtlich. Für all das, was ich euch heute erzähle, findet ihr übrigens unten in der Infobox auch noch ein paar Links mit Quellen und falls ihr Lust habt, da noch ein bisschen zu lesen, schaut da sehr, sehr gerne rein. Zurück zur Frage. Dazu sagt die Frankfurter Buchmesse unter anderem, dass es natürlich um die Vernetzung des Landes geht, aber auf der anderen Seite auch darum, dass die Lesenden nochmal einen anderen literarischen Zugang zum Land bekommen, das Land eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt und gleichzeitig eben auch nochmal Politik, Geschichte und Gegenwart des Landes näher beleuchtet werden. Und das persönlich finde ich auch immer so spannend an den Gastländern, denn ich lese nicht nur unbedingt, um eine spannende Geschichte zu lesen, sondern eben auch, um ein bisschen was aus den verschiedenen Kulturen, die es auf unserem Planeten so gibt, mitzunehmen. Und ich finde, das kann man in der Literatur anderer Länder immer richtig gut. Und dementsprechend finde ich es eben auch spannend, sich dann in die Literatur einzulesen, die eben auf der Frankfurter Buchmesse durch das Gastland gerade ein bisschen gepusht wird. Und insofern finde ich, dass das eine ganz, ganz tolle Sache ist. Ja, und nun ist es halt Norwegen. Ich persönlich habe gar keinen so großen Bezug zu Norwegen. Ich war noch nie da. Ich kenne mich nicht besonders gut mit dem Land und seiner Literatur aus. Und genau das hat mich auch irgendwie dazu bewegt, diese Videoreihe zu machen. Einfach damit ich persönlich mich auch ein bisschen damit beschäftige und das vielleicht auch an euch weitergebe. Vielleicht kann ich euer Interesse dafür wecken und vielleicht habt ihr dann eben auch Lust auf norwegische Literatur und eben darauf, dieses Land literarisch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich kann euch somit auch gar nicht so viel über das Land erzählen, was ihr jetzt nicht bei Wikipedia und Co. nachlesen könntet und das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte mich eher mit der literarischen Seite des Landes beschäftigen. Das habe ich ganz grob auch schon mal gemacht. Ich habe halt schon mal einen Jo Nesbø gelesen und ich habe auch schon eine Maja Lunde gelesen, einen Karl-Uwe Knausgard, aber da hört es dann auch schon auf. Und ich möchte diesen Countdown nutzen, um mich zum einen ein bisschen weiter ins Thema einzulesen und euch dabei eben auch ein bisschen mitzunehmen. Und für den Anfang möchte ich erstmal über das literarische System in Norwegen sprechen, denn das ist ein sehr besonderes. Das Buch und die Literatur haben in Norwegen einen riesigen Stellenwert, der eben deutlich wird, wenn man sieht, was der Staat alles für seine Literatur tut. Natürlich genießt Literatur in Deutschland auch gewisse Privilegien, aber Norwegen setzt eben noch einen drauf. Und ich möchte an der Stelle natürlich auch ein bisschen vergleichen, was sich da so tut. Und das Allerbesonderste ist wahrscheinlich die Abnahmeregelung. Und zwar kauft der Staat von etwa 600 Büchern pro Jahr eine Auflage von 500 bis 1500 Büchern auf und verteilt diese dann an die öffentlichen Bibliotheken. Das heißt also, bei vielen, vielen Veröffentlichungen ist eine Abnahme durch den Staat gesichert und damit möchte Norwegen auch, dass immer mehr norwegische Literatur produziert wird, dass immer wieder Neues erscheint und dass das Ganze einfach nicht zum Erliegen kommt und gleichzeitig eine hohe Vielfalt und Qualität gesichert ist. Und diesen Gedanken finde ich total
Super. Darüber hinaus gibt es in Norwegen auf Bücher keine Mehrwertsteuer. In Deutschland gibt es einen etwas geringeren Satz von 7%. Aber keine Mehrwertsteuer ist natürlich auch eine Ansage und das ist definitiv auch ein Alleinstellungsmerkmal. Außerdem hat auch Norwegen eine Buchpreisbindung. Das haben wir hier natürlich auch. So alles in allem genießt das Buch in Norwegen einfach einen riesigen Stellenwert. Und das spiegelt sich auch in der Bevölkerung wieder. Statistiken sagen, dass fast 90% aller Norweger mindestens ein Buch im Jahr lesen. Und das ist gar nicht so wenig, wenn ich überlege, wie viele Menschen ich aus meinem Freundeskreis kenne, die gar nicht lesen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt, seit ich BookTube mache, immer mehr Leute gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass sie lesen in meinem Freundeskreis. Also es gibt solche und solche Auswirkungen davon, aber fast 90% ist schon der Wahnsinn. Und der Durchschnitt der gelesenen Bücher pro Kopf liegt wiederum bei 15 Büchern pro Jahr. Das empfinde ich als überhaupt gar nicht wenig und ja, ich finde es einfach toll und es bringt eine gewisse Begeisterung rüber, welchen hohen Stellenwert Bücher in Norwegen haben und dementsprechend ist es halt schon irgendwo eine Besonderheit. Norwegen tut aber nicht nur innerhalb des eigenen Landes etwas für die Literatur, sondern es gibt Norwegian Literature Abroad, kurz NORLA, und NORLA beschäftigt sich damit, die Übersetzung von norwegischen Werken zu fördern. Und NORLA gibt es nicht nur zur Buchmesse, sondern NORLA gibt es schon relativ lang, seit Ende der 1970er Jahre. Und seitdem wurden etliche Werke gefördert. Also ich habe hier eine Zahl von 5500 Werken seit 2004 in 66 unterschiedliche Sprachen und somit erreicht die norwegische Literatur auch das internationale Publikum. Ich finde, wenn man das liest, dann begeistert das einfach und ich finde, es ist einfach eine tolle Sache, was Norwegen für die eigene Literatur tut. Kommen wir aber nun zur Literatur selbst und nicht nur zu den politischen Rahmenbedingungen des Ganzen. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert, was mich denn interessiert. Eine Empfehlung dazu ist übrigens Norwegische Stimmen. Ich habe hier jetzt das gedruckte Magazin, allerdings gibt es das auch online zu lesen, verlinke ich euch natürlich auch unten, falls ihr Lust darauf habt. Ich finde, in diesem Heft kann man sich richtig toll einstimmen, weil hier verschiedene AutorInnen vorgestellt werden, interviewt werden und man sehr viel über die AutorInnen selbst lernt, aber eben auch über ihre Werke. Und ich finde, es ist einfach ein toller Anknüpfpunkt, wenn man sich noch so gar nicht auskennt, und das habe ich dann eben auch gemacht. Und eines der Werke, das mir hierin besonders aufgefallen ist, möchte ich euch heute vorstellen. Ich kann schon mal vorweg schicken, dass es eine riesige Empfehlung ist. Und zwar geht es um Was helfen könnte von Mona Höfring. An erster Stelle möchte ich einmal loswerden, wie toll ich es finde, dass die norwegische Sprache hier ihren Weg in den Titel gefunden hat. Das ist irgendwie direkt sympathisch, finde ich ganz, ganz toll. Das Ganze ist bei Edition 5 erschienen, im Hardcover im Frühjahr 2019, kostet neu 19 Euro und das hier ist ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank an den Verlag. Das Ganze ist relativ kurz, es hat ungefähr 130 Seiten, aber deshalb ist es nicht weniger intensiv. Und worum es in dem Buch geht, wollen wir jetzt einmal kurz besprechen. Es geht nämlich um ein Mädchen, um Laura, das seine Mutter verloren hat. Die Mutter hat Selbstmord begangen und die Familie muss irgendwie damit klarkommen. Sehr schnell wird klar, dass Laura damit auch irgendwo allein klarkommen muss, denn irgendwie findet sie daraufhin gar keine Verbindung mehr zu ihrem Vater oder ihrem Bruder. Vielmehr sucht sie Kontakt nach außerhalb, lernt da eben auch einige Menschen in ihrem Ort kennen, die ihr irgendwie weiterhelfen. Da kommen wir eben auch schon dazu, was helfen könnte. Und ja, das Ganze trägt auch sehr zur Entwicklung dieses Mädchens bei. Wir erleben sie über die Jahre. Dabei wirkt das Buch aber nicht gehetzt, sondern es wirkt schon so, als würden wir diese Entwicklung dieses Mädchens in einem wirklich passenden Zeitraum miterleben. Ein ganz wichtiger Aspekt dieses Buches ist auch die Sexualität und da finde ich es toll, wie die Autorin da auch so einiges offen lässt. Ich möchte da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, das müsst ihr einfach selbst lesen. Aber ich finde es toll, wie mit dem Thema hier umgegangen wird und ich habe das Gefühl, dass hier zwar sehr viel Schmerz, der aus diesem Verlust resultiert, eine große Rolle spielt, aber auf der anderen Seite wird es auch einfach
toll verarbeitet und toll dargestellt, wie diese Verarbeitung vonstatten geht. Die Situation unserer Protagonistin ist natürlich nicht einfach, denn sie befindet sich gerade in einer Phase, in der sie sich sehr stark entwickelt. Der Tod der Mutter findet statt, als sie 9 Jahre alt ist, und daraufhin begleitet sie das in ihren Entwicklungsphasen, und wir haben es anfangs natürlich auch mit sehr viel Unverständnis, was da überhaupt passiert ist, zu tun, und das fand ich hier ganz, ganz toll dargestellt. Durch die große Zeitspanne, die wir jetzt im Laufe dieser 130 Seiten erleben, ist das Ganze eher episodenhaft geschildert, aber ich finde, dass man trotzdem eine richtig tolle Nähe zur Protagonistin bekommt, dass man sehr gut nachvollziehen kann, was gerade in ihr passiert, warum sie gewisse Entscheidungen trifft. Und auch da spiegelt sich dann wieder das Entwicklungsstadium wieder, denn man merkt anhand der Handlungen und Gedankengänge auch, in welchem Alter unsere Protagonistin sich gerade befindet. Also auch da gibt es im Laufe des Buches über die Jahre auch eine tolle Wandlung, und ich finde, das wirkt halt wirklich organisch und nachvollziehbar, und das fand ich daran ganz, ganz toll. Auch an Atmosphäre mangelt es nicht, also wir haben immer mal wieder so ein paar kleine Aspekte des einfachen Lebens, und man bekommt eben auch immer mal wieder gewisse Eckpfeiler geliefert, wo wir uns gerade befinden, aber im Grunde genommen sind für mich die Hauptthemen dieses Buches die Emotionen unserer Protagonistin und die Sexualität. Und ich finde, das Gesamtpaket ist einfach toll. Es ist irgendwo ein Coming-of-Age-Roman, ein Bildungsroman, und ja, alles in allem fand ich, dass man hier in diesem kurzen kleinen Buch so viele tolle Aspekte geliefert bekommt, die einfach so passend geschildert sind. Also es geht wirklich von fürchterlich traurigen Situationen hin zu lustigen Situationen oder Situationen, in denen sich eben Laura völlig hingibt. Und ja, alles in allem ist es einfach eine große, große Leseempfehlung. Das Buch habe ich bereits zum Indie Book Day immer mal wieder gesehen, und ich bin unheimlich froh, dass ich es jetzt im Rahmen des Countdowns endlich gelesen habe. Und ich kann nur eine Empfehlung an euch weitergeben. Gerade wenn ihr vielleicht jetzt keinen riesigen Schinken lesen möchtet, um Norwegen literarisch ein bisschen kennenzulernen, ist es eine riesige Empfehlung. Und das ist definitiv auch ein Buch, das mir noch länger im Gedächtnis bleiben wird, einfach weil die Emotionen, die hier geschildert werden, so stark sind und weil das auch mit mir so einiges gemacht hat. Also ich habe wirklich seitenlang in diesem Buch geheult, und dann gab es wieder Stellen, an denen ich lachen musste, und es hat mir einfach wahnsinnig viel gegeben, und schlussendlich hat es sich auch nicht unbedingt angefühlt wie 130 Seiten, sondern es ist einfach so viel, das hier drin steckt. Was ich auch noch sehr sympathisch fand, ist, dass am Ende des Buches auch noch ein Interview mit der Autorin ist. Wohlgemerkt ein Interview zwischen der Autorin und der Übersetzerin, nämlich Ebba D. Drolshagen. Ich muss das gerade nochmal nachlesen, damit ich euch hier nichts Falsches erzähle. Aber auch dieses Gespräch hat dieses Buch umso sympathischer gemacht. Und die Autorin Mona Hövring hat auch einige weitere Bücher geschrieben. Ich bin sehr gespannt, was davon noch auf Deutsch rauskommt. Und ich würde mich definitiv freuen, mehr davon zu lesen. Und das war's jetzt auch schon vom allerersten Teil meines Countdowns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die weiteren Videos. Ich habe auch schon ein paar Ideen, was ich euch dort über Norwegen und die norwegische Literatur erzählen kann. Wenn ihr übrigens Empfehlungen zur norwegischen Literatur habt, die ich mir unbedingt ansehen sollte, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich auf eure Eindrücke, und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!